Das neue Samsung Galaxy S22 Ultra kaufen oder doch lieber zum Vorgänger mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra greifen? Wenn ihr wissen möchtet, was die Unterschiede zwischen diesen beiden Smartphones sind, worauf man achten sollte und ob man vielleicht jetzt mit dem Vorgänger eher noch einen Schnapp macht, dann solltet ihr dranbleiben. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir vergleichen heute das Samsung Galaxy S22 Ultra mit seinem Vorgänger, dem Samsung Galaxy S21 Ultra. Und ich möchte euch dabei helfen, die ja passende Entscheidung zu treffen. Denn lohnt es sich jetzt, den Vorgänger anzuschaffen? Oder sollte man, wenn man ihn schon besitzt, eher ein Update auf das S22 Ultra wagen? Genau das klären wir heute und ich werde mit euch die Unterschiede herausarbeiten. Wenn euch solche Videos generell gefallen, dann macht es euch doch leicht. Abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Und ich würde mich so über euren kostenfreien Support freuen. Beim Display gibt es wohl keinen Unterschied, denn beide Smartphones setzen auf ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Dazu gibt es eine QHD Plus Auflösung. Natürlich sind beide Displays an der Seite abgerundet und dazu gibt es dann nochmal Gorilla Glass Victus Plus beim S22 Ultra, während der Vorgänger nur Gorilla Glass Victus besitzt. Dazu kommt auch, dass die neue Ultra-Version dann nochmal einen höheren Peak bei den Nits hat, aber hier haben wir einen Unterschied von 1750 zu 1500 und das merkt man im Alltag eh nicht, denn dieser Peak ist ja nun mal der höchste Punkt und trotzdem muss man ja einfach sagen, beide Smartphones haben dann eine hohe Strahlkraft im Generellen, von daher merkt man hier einfach nichts. Interessant ist aber trotzdem dann die Verarbeitung des Smartphones, beziehungsweise hier gilt es zu erwähnen, dass das S22 Ultra schon designtechnisch eher ein Note-Modell ist, während das S21 Ultra ja wirklich noch ein bisschen abgerundeter, weicher, vielleicht auch einen Tick femininer gewirkt hat. Hier kommt also schon mal die Geschmacksfrage zum Tragen. Und apropos Ultra, das kann ich jetzt hier auch schon mal direkt sagen, das S22 Ultra, das besitzt nicht nur den S Pen Support, sondern ihr habt diesen S Pen direkt mit im S22 Ultra drin. Heißt, wenn ihr damit kreativ arbeiten wollt, habt ihr diesen Stift direkt mit dabei. Beim S21 Ultra gab es die Unterstützung dafür, trotzdem war dieser Pen nicht direkt mit dabei. Sprechen wir über den Prozessor und dann ist dieses Update ehrlich gesagt marginal. Denn während man im S21 Ultra seinerzeit noch den Exynos 2100 verbaut hat, im 5-Nanometer-Verfahren, hat man jetzt im S22 Ultra den Exynos 2200 im 4-Nanometer-Verfahren. Das gilt zumindest für den deutschen Markt. Für den chinesischen und amerikanischen Markt, da gibt es dann den Snapdragon 8 Gen 1 im S22 Ultra, während man da im Vorgänger den Qualcomm Snapdragon 888 verbaut hatte. Also ihr merkt hier, nicht alle Märkte werden gleich bedient, das muss aber nicht zwingend ein Nachteil sein, denn beim S21 Ultra seinerzeit, da ist der Snapdragon 888 extrem warm geworden und da ging der Punkt schon fast eher an den Exynos 2100, denn der hatte nicht diese extreme Wärmeentwicklung. Dafür konnte er vielleicht nicht so die Leistung liefern und auch bei der Bildbearbeitung sagt man dem Exynos Prozessor ja nach, dass er dann nicht wirklich so gut ist wie der Qualcomm Prozessor. Sprechen wir jetzt aber nochmal über das S22 Ultra Modell. Ein ganz großer Vorteil ist, dass ihr in diesem Jahr eine 1TB Version mit dabei habt. Dafür ist dann aber beim RAM bei 12 GB Schluss. Ihr könnt hier zwischen 8 und 12 auswählen und der interne Speicher ist dann auch frei konfigurierbar von 128 GB bis hin zu 1TB. Ich habe es gerade schon gesagt, in der S21 Ultra Version, da gab es auch eine Top-Version mit 16 GB RAM. Dafür ist dann hier einfach bei 512 GB internen Speicher Schluss. Bei beiden Geräten könnt ihr das dann nicht mit einer internen Speicherkarte erweitern. Sprechen wir dann über die Kameras und der größte Unterschied, den haben wir erstmal in der Designsprache. Während beim S22 Ultra die Kameras so ein bisschen wie Nieten gefühlt rausstechen, sind sie beim S21 Ultra elegant in diesen Bump eingebunden. Beim S22 Ultra bietet sich dann ein Case wohl noch eher an, denn dadurch können diese Nietenlinsen dann nicht direkt so rausstechen. Aber es geht jetzt nicht direkt ums Design, sondern das, was sich dahinter verbirgt. Und beide Kameras haben ein Quad-Kamera-Setup, bestehend aus einer 108-Megapixel Hauptkamera. Dazu gibt es dann zwei 10-Megapixel Kameras als Periskop und als Teleobjektivkamera und als Ultraweitwinkelkamera kommt dann eine 12-Megapixel Kamera zum Einsatz und Spoiler Alert, die Kameras sind quasi identisch. Ein Schritt, den Samsung hier gegangen ist und das gefällt mir gut und ich hoffe, dass das andere Hersteller auch endlich mal machen, ist nicht dem Linsenwahn zu verfallen und noch bessere Linsen einzubauen, sondern mit der Software das nötige Update zu generieren und genau das hat Samsung jetzt versprochen. Und das
möchte man mit dem S22 Ultra liefern. Denn wir haben hier einen 10-fach optischen Zoom mit dabei, den hatten wir auch schon beim Vorgänger, beim S21 Ultra. Und jetzt geht es wirklich darum, noch mehr Detailschärfe zu liefern. Und da liefert Samsung halt verschiedene Modi, die das Ganze nochmal unterstützen sollen. Auf der Front mittig eingelassen haben wir dann ein Punch-Hole und dahinter verbirgt sich in beiden Modellen auch eine 40-Megapixel-Kamera. Also ich fasse das nochmal so ein ganz klein bisschen zusammen. Wenn ihr jetzt wirklich so der absolute Spec-Master seid und ihr sagt, ihr braucht unbedingt eine noch bessere Kamera, was die Megapixelanzahl angeht, dann gibt es hier definitiv kein Update. Aber es ist die Software am Ende mit verschiedenen Modi, die dann bei den Bildern nochmal mehr rausholt und auch bei den Videos. Denn gerade bei der 8K-Videoaufnahme, da hat man beim S22 Ultra nochmal nachgelegt und auch was den Nachtmodus angeht, bekommt ihr im S22 Ultra einfach nochmal die besseren Aufnahmen. Sprechen wir über den Akku und hier hat sich zumindest auf dem Papier erstmal nichts getan, was die Akkukapazität angeht, denn beide Modelle haben einen 5000 mAh Akku. Interessant ist es aber hier zu erwähnen, dass das S22 Ultra dann innen drin nicht nur den identischen Akku hat, sondern ja noch den Stift mit dabei hat. Das bedeutet, man hat den Akku noch besser eingebaut bekommen und dann habt ihr noch schnelleres Laden beim S22 Ultra, denn hier kommen 45 Watt kabelgebundenes Laden mit dazu. Beim Vorgänger, beim S21 Ultra, da hatte man nur 25 Watt Charging. Zugegeben, bei beiden Modellen ist diese Ladegeschwindigkeit echt nicht die beste, aber nun ja, wir freuen uns jetzt mittlerweile über 45 Watt. Interessant ist es hier auch zu erwähnen, dass ihr bei beiden Modellen nicht das Netzteil mit dabei habt. Falls ihr übrigens das passende Netzteil sucht, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei und auch die Vorbestelleraktion für das Samsung Galaxy S22 Ultra, die lohnt sich wirklich. Also wenn ihr noch einen passenden Deal sucht oder generell Zubehör, schaut gerne mal unten vorbei. Dinge wie eine IP68-Zertifizierung, Dual-Speaker, Fingerabdrucksensor unter dem Display, all das sind Dinge, die man gar nicht mehr erwähnen muss, denn sie gehören bei so einem Premium-Smartphone definitiv mit dazu. Über die Software möchte ich an diesem Punkt aber noch gerne sprechen, denn das Samsung Galaxy S21 Ultra ist mit Android 11 ausgeliefert worden, während jetzt das S22 Ultra natürlich mit Android 12 auf den Markt kommt. Und interessant ist, dass die Top-Modelle einfach mal 4 Major-Updates bekommen und dazu nochmal 5 Jahre Sicherheitsupdates. Das heißt, wenn ihr euch für eines dieser beiden Geräte entscheidet, habt ihr wirklich einen verdammt langen Support seitens Samsung und das muss man ihnen wirklich einräumen, denn sie sind im Android-Segment wirklich einer der besten Hersteller, die ihre Smartphones mit Software-Updates versorgen. Das ist wirklich sehr vorbildlich und ich wünsche mir, dass andere Smartphone-Hersteller im Android-Bereich auch diesen Weg einfach eingehen, denn wir sind weg von diesen Einweg-Smartphones. Wir möchten Smartphones, die lange unterstützt werden und das ist hier bei beiden Modellen definitiv der Fall. Jetzt kommen wir aber endlich zum Fazit und beantworten die Frage, ob sich ein Update vom Samsung Galaxy S21 Ultra auf das S22 Ultra lohnt. Nein, außer ihr seid der absolute Samsung-Nerd, dann werdet ihr definitiv zum S22 Ultra greifen. Dann stellt sich aber die Frage, solltet ihr keines der Vorgängermodelle besitzen, solltet ihr dann euch für den Vorgänger mit dem S21 Ultra entscheiden oder direkt das S22 Ultra kaufen. Und hier gilt es zu erwähnen, seid ihr noch in der Vorbestellerphase, dann könnt ihr mit einem sehr guten Gewissen zum S22 Ultra greifen, denn ihr bekommt Buds mit dazu und wenn ihr euer altes Gerät noch mit eintauscht, dann gibt es einen ordentlichen Rabatt. Dann wird das S22 Ultra definitiv zum absoluten Schmankerl. Wenn ihr auch mit einem S Pen arbeiten möchtet, ja. Möchtet ihr die Weiterentwicklung in der Kamera haben? Ja. Möchtet ihr schnelleres Laden? Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Bei Wireless Charging und Reverse Charging hat sich übrigens nichts getan zwischen den beiden Geräten. Also ihr merkt, die Unterschiede zwischen diesen beiden Smartphones sind minimal und Samsung möchte das auch so, denn wenn man eins vermitteln möchte, dann ist es eine Konstante, die man bei Samsung hat, die ihr auch mit den Software-Updates bekommt und keine großen Veränderungen. Never change a running system und genau das ist so ein bisschen das Motto bei Samsung. Man geht kein großes Risiko ein, man hat die Designsprache ein bisschen geändert, man hat jetzt diesen Note-Flavor mit reingebracht, obwohl es mir schon eher fast so vorkommt, als ist das S22 Ultra eher ein Note als ein S22 Ultra. Und man merkt einfach, man möchte es nicht übertreiben, aber trotzdem den Kunden das geben, was sie erwarten und das, was sie haben möchten. Natürlich ist ein Kritikpunkt immer noch das Charging, dass man das immer noch so reduziert hat. Aber wer weiß, vielleicht ist der Akku dann auf lange Sicht viel länger oder viel besser zu gebrauchen und mit der Software ist das dann natürlich das große Ziel von Samsung und damit schafft man sich in der Community natürlich ein Renommee und damit weist man aus, dass man ein Top-Smartphone-Hersteller ist. Ich fasse nochmal zusammen.
Update vom S21 Ultra auf das S22 Ultra? Nein, steht ihr vor der Neukaufentscheidung, dann nur beim S22 Ultra zuschlagen, wenn ihr unbedingt den Stift braucht und wenn ihr in die Vorbestelleraktion reinfallt. Und ansonsten sucht euch einen Top-Deal zum Samsung Galaxy S21 Ultra. Wie ich eben schon gesagt habe, ich habe unten alles in der Videobeschreibung für euch verlinkt und jetzt bin ich trotzdem gespannt. Seht ihr es anders als ich? Würdet ihr eine andere Kaufempfehlung aussprechen? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Denkt immer daran, bleibt fair, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.